Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? So, es gibt ein Aufgebraucht-Video, ja? Ich hätte eigentlich noch 2-3 Tage warten wollen, weil ich weiß, dass in den nächsten Tagen wieder einiges leer geht. Es könnte in diesem Aufgebraucht-Video auch so aussehen, als ob sich die Mutti nicht duscht und ja, so hygienemäßig ein bisschen hinten dran hängt, weil ich einfach mehrere Produkte momentan in Verwendung habe und ich bin mir nicht sicher, ob etwas leer gegangen ist. Aber mein Mülleimer ist voll. Warten wir. So. Screenshot. Ja, und ich dachte mir, bevor ich heute wieder kein Video drehe, zeige ich euch jetzt einfach die Dinge, die ich aufgebraucht habe. Und wenn dann in den nächsten Tagen einfach viel leer gehen sollte, dann könnt ihr euch auf ein schnelles, neues, aufgebraucht Video freuen. Denn, ja, also ich weiß, dass 2 Duschgele leer werden gehen. Ich weiß, eine Bodylotion geht leer. Shampoo wird leer gehen. Also das sind alles so Dinge, aber ich wollte jetzt, wie gesagt, einfach nicht mehr warten. Und deswegen legen wir auch gleich los. Ich weiß nicht, ob es besonders viel ist. Jeansjacke, nein, ist nicht mit am Start. Ich habe mir das jetzt auch überlegt. Das gibt ein Herbst-Winter, ja, Signature-Thing von mir, weil bei 37, 35 Grad, wobei heute ist es relativ kühl, es sind gerade 33 Grad, es ist aber auch noch sehr früh, werde ich mich mit Sicherheit nicht mit einer Jeansjacke vor die Kamera setzen. Und dieses Ding hier, das macht sich sehr gerne selbstständig, also das sieht alle so ein bisschen, ja, habe ich glaube ich mal zu heiß gewaschen, aber ich habe gedacht, ich hole es mal raus. Für alle die, die sich fragen, Mutti, was denn da oben los? Also, Mr. Ansatz ist wieder dabei, ja. Lasst euch daran nicht stören, ja, weil ihr müsst es euch nur anschauen. Ich muss mit der Kacke rumlaufen. Aber meine Friseurin ist im Urlaub. What? What? Ich muss also noch eine Woche warten, weil es gibt nur eine Person, die ich an meine Haare lasse und das ist die Winona. Ansonsten, ja, ich bin am Überlegen, ob ich mir meine Haare lang wachsen lasse. Was heißt lang? Also bei mir gehen sie ja nur bis zu einer gewissen Länge. Dann sieht es so Wischmopp-artig aus. Und ja, ich habe sie jetzt heute auch das erste Mal, ich glaube seit, keine Ahnung, 3-4 Wochen mal wieder geglättet. Denn mein Go-To-Look, das habt ihr ja in den letzten Videos gesehen, das ist einfach Haare waschen, raus, föhnen, ein bisschen Styling-Zeug rein und dann sind sie eben lockig. Ich habe Naturlocken und ja, also für alle die, die sich jetzt wundern, was ist da oben auf dem Kopf los, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht, Schätzeleins, wir warten ab. Ich war gestern sogar schon kurz davor, mir die Haare blau zu färben. Ja, Mutti wird blau. Man weiß es nicht. So. Seid ihr ready? Guckt mal, ich habe einen neuen Trinkbecher. Na, ist der nicht schick? Na, the bitch is fancy now. Dollar Tree, $1. So. Mülleimer, nein. Mülltüte ist hier. Wie gesagt, Mülleimer steht hier drüben. Alles wieder ein bisschen unorganisiert. Naja gut, legen wir es dann einfach mal auf den Schoß. Wir fangen mit einem Parfum an. Das habt ihr in meinem Schminkkörbchen gesehen, das habe ich mir ja raus. Es sind insgesamt 3 Stück von Marc... das sind aber auch schlüpfrige kleine Scheißerchen, sage ich euch. Von Marc Jacobs Daisy. Ich habe erst gedacht, dass 2 Parfums gleich riechen, aber es waren alle 3 verschiedene Geruchssorten, wobei überall nur Daisy draufsteht. Hier steht jetzt Oh So Fresh. Und hier, ja, also habe ich aufgebraucht, muss ich sagen, ist schön, ja, also wirklich blumiger, frischer, schöner Sommerduft, aber es ist nicht meins. Ich habe ihn gern getragen, ich bin auch einmal drauf angesprochen worden, aber es gibt einfach so Düfte, mit denen, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Man wird mit denen nicht so ganz warm. Ja, ich habe gut gerochen. Ist jetzt nicht so, dass ich gemüffelt habe wie so ein Käsefuß. War in Ordnung, aber bin jetzt auch froh, dass es weg ist.
um die Frage zu beantworten, weil ich gesagt habe, ich mag keine Proben oder Samples. Ich liebe es, Dinge auszuprobieren. Ich mag nur nicht, wenn ich überall hinfasse und es liegen irgendwie Samples oder so rum. Ja, also Samples an sich mag ich schon, so Probegrößen, aber ja, ich hätte gern so ein schönes Glas oder so, wo ich dann meine ganzen Proben reinmache. Egal, nächstes Thema. Ich habe eine Kerze aufgebraucht oder besser gesagt ein Wax Melt von Iceflower. Das war die Geruchsrichtung Narcissist. Das war ein sehr, sehr schöner, fast schon Herrenduft, möchte ich sagen. Ja, also meine Bude hat gerochen wie ein... Also wenn es eine Parfümerie geben würde, nur für Männerdüfte, so würde das bei mir riechen. War wirklich sehr, sehr angenehm. Ich habe den Duft sehr gerne angehabt. Ja, das war jetzt hier so ein kleines Döschen. Das habe ich mir einfach in der Mitte durchgeschnitten. Hatte dann somit zwei Anwendungen. Fand ich wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich, das ist ein neues Schätzchen von mir, das sind Cornflakes, Reese's Puffs. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein absoluter Peanut Butter Fan. Alles, was irgendwie mit Peanut Butter, würde es eine Creme geben, ich würde es mir wahrscheinlich auch ins Gesicht donnern. Das hier waren jetzt Cornflakes, so kleine Kügelchen mit Schokolade und mit Erdnussbutter. Die waren wirklich sehr, sehr lecker. Das war einfach so eine kleine Probegröße, habe ich mir jetzt mal mitgenommen, bevor ich mir dieses riesen Elefantenpack da kaufe. Was ich jetzt aber tun werde, denn jetzt weiß ich ja, wie die Dinger schmecken und bin addicted, ja? Ich weiß nicht, ob es die Teile in Deutschland gibt. Wenn ja und ihr mögt Erdnussbutter, dann könnt ihr euch die auf alle Fälle mal anschauen, weil die sind wirklich sehr, sehr lecker. Dann habe ich ein Schätzchen aufgebraucht und zwar von Sal 29. Das war ein Lippenpflegestift in Kombination mit Faltenproblembehebung. Ja, das hatte ich letztes Jahr in Deutschland mal geschenkt bekommen von einem ganz lieben Schätzelein. Ich grüße dich an dieser Stelle. Das war einfach so ein Pflegestift, den habe ich mir jeden Morgen und Abend auf die Lippen und so ein bisschen um die Lippen außen rum. Ich bin ja auch nicht mehr die Frischeste, wie ihr wisst. Und so langsam bekomme ich hier natürlich auch so Falten. Ja, das kommt auch vom Rauchen, ganz klar. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass dieses Ding dafür gesorgt hat, dass die Fältchen so ein bisschen verschwinden. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war die Pflegewirkung, was die Lippen angeht. Also man hatte wirklich schön gepflegte Lippen. Wo man dieses Teilchen bekommt, weiß ich nicht. Werde ich vielleicht mal online schauen. Ich habe noch so 3 Billionen Lippenpflegestifte. Aber das ist halt nochmal was anderes. Ja? Weil wie gesagt, es macht halt auch was mit den Fältchen. Und ich habe das so geliebt, dass ich es ausgekratzt habe bis zum allerletzten. Ja, und das hat schon was zu heißen. Fand ich wirklich gut. Hatte jetzt auch keinen besonderen Duft oder so. Nö. Nö, war einfach neutral. Ich denke, das mögen auch viele. Ich sehe es und höre es immer mehr, dass Menschen eigentlich auf parfümfreie Produkte zurückgreifen, was das Gesicht angeht. Muss ja jeder selber wissen. Also das war parfümfrei. Ich habe da jetzt keinen Duft wahrgenommen und war wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich in diesem Monat sehr, oder ne, in der Zeit, seit dem letzten Aufgebraucht-Video, sehr, sehr viele Masken aufgebraucht. Muss aber auch dazu sagen, ich habe schon viel weggeschmissen, einfach weil ich sie doppelt, dreifach, vierfach angewendet habe. Ich lege die Masken jetzt mal hier auf die Seite, da kommen wir nachher drauf, weil ich weiß, viele interessieren Masken gar nicht. So. Dann habe ich mal wieder von Kaufmanns meine geliebte Haut- und Kindercreme leer gemacht. Das war jetzt die, die ich in der Windeltasche hatte, also für mich, ja, für meine Lippen oder, also auf jeden Fall nicht für Lawrence Popo. Habe ich wieder aufgebraucht. Da fragen sich ja auch immer viele, was, wie kann man denn so eine ganze Tube aufbrauchen oder so ein ganzes Döschen. Also bei mir ist es kein Problem, weil ich creme mir damit auch sehr, sehr oft die Füße ein oder... Ja, die Schienbeine, die Ellenbogen, also überall da, wo man raue Hautstellen hat, ist es für mich das Go-To. Ich liebe es wirklich weiterhin. Der Duft ist für mich auch weiterhin sehr, sehr angenehm. Ja, immer noch so ein bisschen wie Käsekuchen mit Keks. Ganz, ganz leichter, zitrischer Duft.
sehr angenehm. Ich bin sehr froh, dass ich noch Backups habe. Wobei, ganz so viele habe ich gar nicht mehr, denn ich habe ein paar an meine Nachbarin abgegeben. Ja, an die liebe Lee, die hat ja auch eine Tochter, die Boogie. Und Boogie hatte einen ganz, ganz bösen Ausschlag. Sie ist mit ihr zum Arzt, sie hat eine Creme verschrieben bekommen und. Es ist alles nicht besser geworden. Dann habe ich ihr mal diese Creme gegeben in den großen Pott. Und das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, aber es ist weg. Es ist komplett weg. Lee hat bestimmt 4 Wochen damit rumgemacht. Sie war beim normalen Kinderarzt, sie war bei einem Hautarzt. Wie gesagt, es wurden ihr mehrere Sachen gegeben und verschrieben. Sie hat es der Boogie gegeben, sie hat es eingecremt, viel an die Luft. Ja, es wurde nicht besser, aber mit dieser Kaufmanns Haut- und Kindercreme ist es weggegangen. So. Dann schmeiße ich jetzt eine Creme weg, die ist nicht komplett aufgebraucht, aber das ist für mich ein absoluter Flop. Und zwar von Balea Beauty Effect Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 30. Hört sich ja schon mal super an. Der Duft ist jetzt, ja, nichts super Intensives, so ein bisschen pudrig, ein bisschen cremig. Aufpolstereffekt mit Hyaluronsäure bin ich auch absoluter Fan von. Ja, also alles, was so ein bisschen gegen die Fältchen helfen soll oder kaschiert, bin ich ganz vorne mit dabei. Aber meine Haut hat diese Creme überhaupt nicht vertragen. Ich habe sie mehrere Male verwendet. Ihr könnt es erkennen. Also es ist nicht so, dass ich da einmal mit dem Finger rein bin, habe es mir ins Gesicht geklatscht und habe gesagt, nee. Ich habe es wirklich immer wieder probiert. Aber erstens, sie ist bei mir nicht gut eingezogen. Meine Haut hat, wie gesagt, drauf reagiert. Ich habe richtig so, ja, unterirdische Hautunreinheiten. Also jetzt gar nicht mal so Pickelchen. Aber das war alles so wölbig unter meiner Haut. Hat mir nicht gefallen. Und was ich auch ganz schlimm fand, weil es eine sehr, sehr reichhaltige Creme ist, egal welches Make-up ich verwendet habe, also Flüssig-Make-up, mit Puder ging es einigermaßen, es haben sich immer so kleine Krisselchen gebildet, ja, egal ob jetzt mit Real Techniques, mit dem Beauty Blender, mit einem Pinsel, mit der Hand, also die Creme hat sich nicht verbinden lassen mit der Foundation oder andersrum. Und es sah einfach nicht schön aus und deswegen kommt das Teil jetzt auch bei mir weg. So, dann habe ich jetzt 3 Mascaren weggeschmissen, weil sie wirklich aufgebraucht sind. Die waren ja sehr, sehr lange in meinem letzten Schminkkörbchen. Einmal von L'Oréal Paris Mega Volume Black Latex, die Miss Manga Punky. Ich liebe, liebe, liebe diese Mascara. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, gibt es diese Bitch nicht mehr. Ja, und ich kann es nicht nachvollziehen, denn es ist mit einer der besten Mascaren, die ich jemals hatte. Kommt hier mit so einem Tannenbäumchen, ja, also nach vorne hin spitz zulaufend. War auch hier, ja, am Gelenk so ein bisschen flexibel. Ich denke, diese Mascara mögen nicht viele, weil man muss... Man muss ihr eine Weile geben, bis sie wirklich schöne Wimpern macht. Sie ist meiner Meinung nach auch keine Anfängermascara, ja, also wenn man anfängt, sich die Wimpern zu tuschen, weil man braucht da schon ein bisschen Übung. Ich persönlich, ich habe sie geliebt. Es war immer meine zweite oder meine letzte Schicht, die ich mir auf meine Wimpern gegeben habe. Und dadurch habe ich dann einfach diese Porno-Wimpern bekommen, ja. Mega Länge, mega Volumen, sehr schön schwarz. Sie hat bei mir nicht abgestempelt. Das Abschminken war ein bisschen schwieriger, aber das war mir egal, weil ich einfach diesen Effekt her so, so toll fand, würde ich mir sofort nachkaufen. Sehr, sehr schade, wenn sie wirklich aus dem Sortiment gegangen ist. Dann ein Oldie but Goodie von Essence, die I Love Extreme. Ich mag sie weiterhin gerne, ja, aber sie ist jetzt nicht mehr mein Favorite, so wie sie mal war. Also ich habe auf diese Mascara ja mal geschworen. Sie war mein heiliger Gral. Ich mag sie auch weiterhin sehr gerne, aber ne, ich habe zwischendurch dann einfach bessere Mascaren für mich gefunden. Ich habe von dieser noch einige Backups hier. Die werde ich auch aufbrauchen, so nach und nach. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sie hat natürlich ein sehr, sehr großes Bürstchen. Also ich denke, auch das ist ein Grund, warum viele mit dieser Mascara nicht zurechtkommen werden. Aber bei mir, sie hat schön Schwung, schön Länge,
wirklich tief schwarz und auch diese Mascara hat bei mir nicht abgestempelt. Diese Mascara kennt ihr auch von mir, all-time favorite, seitdem ich sie habe. Ich liebe sie abgöttisch für unten, für oben. Ja, das hier ist meine neue, die ist jetzt auch wieder in meinem Schminkkörbchen. Ich zeige euch das Bürstchen, wobei ihr kennt die wahrscheinlich alle. Vorne hängt noch ein kleines Fitzelchen dran, weil das Ding wirklich ausgenuckelt ist bis zum allerletzten. Also die ist so dermaßen ausgetrocknet. Aber auch das ist eine Mascara, wenn man die frisch öffnet, sie macht nicht gleich ein schönes Ergebnis. Man muss sie wirklich mehrere Male verwenden, ja, so, dass einfach ein bisschen Luft an die Mascara rankommt, dass sie nicht mehr ganz so feucht ist. Und wenn man dann dieses Level erreicht hat, TheBalm.com, ja, der absolute Shit, ganz, ganz tolles Produkt für wenig Geld. Ich habe gesehen, dass man Essence-Produkte jetzt oder ja über Ulta in den Staaten erwerben kann. Ich habe diese Mascara gesehen, sie kostet glaube ich $4,99. Ich meine, dass ich jetzt noch ein Backup habe, also das ist jetzt, ne, die in Verwendung. Dann habe ich glaube ich noch eine im Backup und die würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, weil ich sie ganz, 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 ganz großartig finde. So, ja, dann ein weiteres Schätzchen von mir, auch wieder nachgekauft, aber in Powder Fresh. Doch, ich meine sogar, dass ich die gleiche Geruchsrichtung nachgekauft habe. Das ist Suave, ein Deo Clinical Protection 24 Hour. Wie gesagt, Powder Fresh, im Endeffekt ist es euer Maximum Protection, ja. Ich schwöre auf diese Deodorants. Ich weiß, oh, diese Diskussion gibt es weiterhin mit den Aluminiumsalzen, aber das muss jeder für sich selber wissen, was er kauft, was er anwendet. Ich liebe, liebe diesen Duft, weil es wirklich nach Baby riecht. Man schwitzt nicht, ja, wie gesagt, schon wieder nachgekauft. Ich hole mir die Dinger immer, wenn sie im Angebot sind. Dann kosten sie, glaube ich, so zwischen $4 und $5. Gerade in der Sommerzeit, ja. Ich bin jetzt kein großartiger Schwitzer, so dass man hier die Flecken hat bis runter zum Po. Aber ich mag einfach dieses nasse Gefühl unter den Achseln nicht. Und das sorgt dafür, dass ich immer trocken bleibe. Und bei jeder Bewegung, ja, es kommt einem immer so ein bisschen dieser Babypuderduft entgegen. Sehr, sehr angenehm. Ganz, ganz große Empfehlung von mir. Weiß ich auch nicht, ob ihr in Deutschland rankommt, ja, aber wie gesagt, bei euch gibt es ja dieses Maximum Protection und da war mein Liebster immer der blaue oder der rosane. Ja. So, dann ein Haushaltsprodukt, Meister Proper Febreze. Diese Tücher, die habe ich mal vor sehr, 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 sehr langer Zeit von meiner lieben Marion zugeschickt bekommen. Ich grüße dich an dieser Stelle, Mäuschen. Ich muss sagen, dass ich die am Anfang sehr gut fand, da ich die im Badezimmer verwendet habe. Ja, also was mir gleich aufgefallen ist, war dieser super zitrische Toilettenreiniger-Duft, den ich widerlich finde. Es gibt zitrische Düfte, die sind angenehm. Dazu gehört dieses Produkt nicht. Es hat auch relativ gut gereinigt, muss ich sagen. Also das war jetzt für mich ein Produkt, da bin ich einfach im Badezimmer über die Armaturen drüber, ja. Oder ja, einfach so, ne, einfach mal alles abgerieben. Über die Spiegel natürlich nicht. Also da braucht man sich nicht wundern, wenn man Schlieren und Streifen hat, weil dazu ist es nicht geeignet. Aber selbst auf den Armaturen, ja, oder all das außenrum, wenn man dann mal so von links und rechts geschaut hat, es waren einfach überall Schlieren. Und wenn man drüber gefahren ist, selbst wenn es getrocknet war, es war wie so ein Film, der da drauf lag, ja. Also unangenehm, würde ich jetzt mal sagen. Und hat jetzt auch nicht so super gereinigt. Es war okay, aber ich würde es mir auf gar keinen Fall nachkaufen, wenn ich die Chance hätte. Erstens wegen dem Duft, zweitens die Reinigungswirkung war jetzt nicht der Brüller. Nö, braucht man nicht. Da finde ich die von Denk mit, von DM, die Eigenmarke, ja, die finde ich tausendmal besser. So, dann nochmal eine Kerze und zwar auch von Iceflower, Wax Melts, das war die Geruchsrichtung Lemon Fruit Pebbles. Das war ein Duft, wie ich das erste Mal die Nase dran gehängt habe, habe ich gedacht, boah nee, das ist glaube ich nicht meins, viel zu süß und
Ja, hat auch so ein bisschen zitrisch gerochen, aber das war zum Beispiel so ein Paradebeispiel. Ich habe mir das in die Öllampe an einem jetzt nicht ganz so heißen Tag und dann hat es wirklich sehr, sehr dezent nach Käsekuchen gerochen. Ja, also es war jetzt gar nicht mal so ein super intensiver Duft, aber ich habe ihn wirklich gemocht und ja, so ein bisschen wie die Kaufmanns Haut- und Kindercreme. Geht schon so in die Richtung. Also fand ich, wie gesagt, auch sehr, sehr angenehm. Hat mir gut gefallen. Dann habe ich nochmal Kerzen leer gemacht und zwar von Airwick. Das sind die Sommervergnügen, weiße Blüte, Melone, Vanille. Das war auch ein Produkt, wo ich habe die Nase rangehalten und es hat wirklich super schön gerochen. Man hat die Melone auch rausgerochen und darüber war ich überrascht, dass mir der Duft gefällt, denn ich mag ja eigentlich so fruchtige Düfte gar nicht. Und wie ich dann diese Duftwachsteile in meine Öllampe rein habe, dann ist so richtig dieser florale Duft rausgekommen, ja. Also das war auch wirklich ein sehr, sehr schöner Frühlings-Sommerduft. Das ist jetzt für mich nichts für Herbst und Winter, weil er einfach zu blumig und zu frisch ist, aber sehr, sehr angenehm. Ui, ich habe ja richtig viele Kerzen leer gemacht. Ja, was haben wir hier noch? Nochmal Ice Flower, One Million Kisses. Den fand ich phänomenal toll. Also wirklich wie ein Parfum. Ich habe es geliebt, wie mein Haus geduftet hat. Sehr, sehr intensiver Duft. Das war auch wieder so ein Parfümerieduft für mich. Ja, man kam ins Haus rein und es hat gerochen wie ja, eine Parfümerie. Als wie wenn man in Douglas reinläuft. Ein wirklich sehr, sehr, sehr schöner Duft. Hiervon habe ich auch nie viel in die Duftlampe rein, weil er, wie gesagt, sehr intensiv war. Ja? Also wenn ich mir da ein Viertel oder ein Drittel abgeschnitten habe, dann war es mir schon zu viel. Aber der Duft an sich, bombastisch. Ganz, ganz toll. Dann habe ich jetzt gestern aufgebraucht, genau, auch wieder von Ice Flower Coconut Sea Air. Kokosnuss war hier volles Programm. Sehr, sehr schöne, cremige Kokosnuss mit so einem Hauch frischer Abgang, ja. Also auch das war ein Duft, den ich sehr, sehr gerne verwendet habe, gerade jetzt hier bei den heißen Jahreszeiten. Ganz, ganz toll. So, dann habe ich ein Duschgel aufgebraucht. Was heißt aufgebraucht? Also ich habe es in meinen Seifenspender, weil, bist du das? Doch, ich meine schon. Den habe ich tatsächlich aufgebraucht. Es hat ein Duschgel gegeben von BB, ich meine in meinem letzten Aufgebraucht-Video. Das fand ich so schrecklich, das konnte ich nicht auf den Körper anwenden, ja, weil ich da wirklich fast die Brecherei bekommen habe. Und das habe ich dann umgeschüttet in einen Seifenspender. Das hier, das ist jetzt der Soft Shower Cream Trockene Haut. Ich denke mal, dass es das OG ist, also Original. Das war okay, aber hat mich jetzt auch nicht aus den Socken gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt nicht mein Favorite, habe ich viele Duschgels hier, auch von günstigeren Marken, ja, die finde ich viel schöner. Die pflegen die Haut mehr, die schäumen mehr, bräuchte ich jetzt also nicht nochmal, war in Ordnung, ja. Aber für das, dass ich BB, die Creme, so liebe und anhimmel, war ich hiervon dann doch ein bisschen enttäuscht, weil das mit dem Duft von der Bodylotion überhaupt nichts zu tun hat. Ja, dann habe ich ein ganz, ganz gehyptes Produkt, ein Haushaltsprodukt in den Staaten, mal gekauft und bin so dermaßen enttäuscht. Es handelt sich um diese kleinen Pads hier, ja, Waschmittel, die man einfach in die Waschladung mit reinschmeißt und hier steht drauf 3 in 1, also Waschmittel, Fleckenentferner und Farbschutz. Und das war die Geruchsrichtung Ocean Mist. Ja, habe ich mir gedacht, gut, bei Ocean Mist kann man nichts falsch machen, wird ein schöner, angenehmer, frischer Duft sein.
Also ich kann euch sagen, meine Wäsche hat noch nie so gestunken, obwohl ich Softener, also Lenore Weichspüler, ja, mit reingeschossen habe. Aber meine Wäsche hatte einen ganz, ganz widerlichen Unterduft. Ich habe mich manchmal selbst nicht mehr riechen können, fand es ganz eklig. Und was mir auch nicht gefallen hat, sie haben sich nicht gut aufgelöst. Und von wegen hier Stain Remover, ja, also Fleckenentferner. Nein, ich hatte Flecken, das ist für mein anderes Waschmittel, was ich normalerweise habe, Persil. Es gibt hier Persil zu kaufen, überhaupt kein Problem. Das haben diese Dinger nicht rausbekommen. Und deswegen für mich ein absoluter Flop. Es waren 16 Stück enthalten, die haben, glaube ich, $7 gekostet. Ich verstehe nicht, warum ganz, ganz viele Amerikaner mit Tide, also dieser Marke Tide, waschen. Ich komme damit nicht klar. Finde ich widerlich hoch 10, kommt mir auch nicht mehr ins Haus. So, dann habe ich ein Raumspray leer gemacht, aufgebraucht. Und zwar habe ich das mal von Dollar Tree gekauft. Das ist Angel of Mine. Ein Raumspray, was original nach Babypuder riecht. Ja, Leute, aber sowas von. Ein frisch gewickeltes, frisch gewaschenes, frisch angezogenes Baby. So. Oh. Oh, so riecht das. Das hatte ich jetzt hier oben im Badezimmer stehen, ja, wenn man mal in die Schüssel gebollert hat. Dann hat es den Duft wirklich neutralisiert. Man konnte wenige Minuten später wieder ins Badezimmer gehen, ohne dass man Schnappatmung bekommen hat. Und ich werde es mir auch wieder nachkaufen. Aber ich habe momentan einfach von Lenore Aprilfrisch. Das liebe ich ja auch sehr. Und, aber es ist eine Kaufempfehlung. Und gerade für $1, es war wirklich sehr ergiebig. Ich habe es jetzt lang zu Hause gehabt. Und wie ich damals gelesen habe, Fresh, Clean and Baby Scent, habe ich noch gedacht, nee, also kann ich mir nicht vorstellen, ja, aber ich weiß nicht, was sie da reingehauen haben. Es riecht auf jeden Fall nach Baby. Ganz toll. Dann, ja, ein Favorit von mir, was ich für mich entdeckt habe, auch von Dollar Tree. Es handelt sich von Natural, also das da oben habe ich abgerissen. Dummes Kind mal wieder. Getrocknete Apfel-Slices. Ja? Leute, die sind so dermaßen lecker. Einfach als Snack zwischendurch, ja, so zum Knappern. Klein Mäuschen. Lauren isst die auch total gerne. Oder abgebrochen und in den Joghurt oder ins Müsli rein. Also, die habe ich für mich neu entdeckt. Und jedes Mal, wenn ich zu Dollar Tree gehe, nehme ich da so 5-6 Packungen mit. Ja, also ich weiß nicht, ob Schatzi sie mögen wird, wenn er am Freitag zurückkommt. Also unten der Vorratsschrank ist voll. Ich habe sehr, sehr viele. Und ich guck mal. Also bei uns steht ja hier hinten auch immer die Nährwertangaben drauf und wie viele Portionen dann in der Verpackung drin ist. Und diese Tüte ist also wirklich eine Serving, eine Anwendung und hat 70 Kalorien. Und wirklich sehr, sehr lecker, ja. Ohne extra Zucker, no preservative, gluten-free. Also hätte ich nicht gedacht, dass mir das so, so gut schmeckt. Das gibt es auch noch mit Aprikose, meine ich. Die waren bis jetzt aber immer ausverkauft. Aber wenn ich das nächste Mal zu Dollar Tree gehe, ich gucke wieder, ja, und ich werde mir wieder ein paar mitnehmen, weil ich die einfach so lecker finde. Oder wenn wir hier an den Pool gehen, ja, dann ist es hier immer 45 Minuten Schwimmen, 15 Minuten Pause. Das ist einfach so eine Militärregel, keine Ahnung. Und da muss ich Klein Mäuschen dann einfach immer entertained halten, weil sie will ins Wasser. Und dann nehme ich einfach jede Menge Snacks mit und da Wassermelone und da, ne? Und jetzt eben auch diese Teile. Kann ich empfehlen. So, dann seit langer Zeit mal wieder habe ich Kuren rausgeholt und zwar meine geliebte von Clisskur. Das hier ist die Million Gloss Soforthilfe Intensivkur. Ich bin weiterhin ein ganz, ganz großer Fan, was diese Clisskur-Produkte angeht oder gerade hier diese Intensivkuren.
die machen meine Haare so schön, geschmeidig, glänzend. Ich kann sie super stylen, also ich finde die wirklich, wirklich toll. Es steht drauf Hair Repair, ja, also Haarreparatur. Ich bin jetzt, wie ihr alle wisst, ja nicht die Gescheiteste. Und die hellste Leuchte auf dem Kuchen bin ich auch nicht. Aber selbst in meinem Kopf macht es Klick und ich denke mir, wenn ein Haar kaputt ist, kann so etwas die Haarstruktur nicht reparieren. Also es kann sein, dass ich da natürlich auch komplett falsch liege. Ich denke einfach, dass sich da etwas um die Haare herumlegt, weil das Ding wahrscheinlich auch vollgebollert ist mit irgendwelchen Silikonen und sonst was. Und dadurch fühlen sich die Haare dann schöner und geschmeidiger an. Aber reparieren, nein. Also wenn es am Arsch ist, ist es am Arsch. Ne? Der Duft weiterhin spitzenmäßig. Ich mag hier bei diesem Grünen dieses herbe, sportliche, was da durchkommt. Ich finde generell, Gliss-Kur hat immer schöne, angenehme Düfte. Also auch das ist von mir weiterhin eine Empfehlung. So, oh Leute, ich klebe hier am Stuhl fest, sag ich. Oh, da läuft so richtig die Siffe. Ich habe nämlich eine kurze Hose an und bin frisch eingecremt. Hitze, frisch eincremen, ja, stramme Oberschenkel. Könnt ihr euch vorstellen, was hier gerade abgeht. So, ja, auch ein Produkt, das kennt ihr wahrscheinlich und es kommt euch aus den Ohren raus. Aber ich habe es aufgebraucht. Nivea Sensational, das ist die mit Vanille. Es war ja eine Limited Edition. Mittlerweile ist die bei euch, glaube ich, im Standardprogramm. Und wenn ich mich letzte Woche nicht versehen habe im Walmart, gibt es diese Creme jetzt sogar bei uns in den Staaten. Ja? Oh mein Gott! Also ich muss sagen, dass ich mich in letzter Zeit nur noch mit meiner Lancaster Pro 10 Maximizer, wie auch immer das Gedöns heißt, eincreme. Mir kommt nichts mehr anderes an die Haut, weil ich es so dermaßen liebe. Aber auch das ist eine Creme, ja. Der Duft ist unwahrscheinlich schön. Gorgeous, kann ich nur sagen. Und in Verwendung mit dem Dolce & Gabbana The Light Blue One, irgendwas. Das riecht so phänomenal schön. Also die Creme an sich ist der Brüller. Das Parfum an sich ist der Reißer. Aber die zwei in Combination, together. Girl, you get the dark... Ja, da ne? Kriege ich schon Wortkotze, weil mir nichts mehr einfällt. Also das ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Ich habe noch einige Backups, ja, ich werde sie auch irgendwann mal aufbrauchen, ja, wenn ich über meinen Lancaster Hype hinweg bin. Ich weiß, ich habe mega viele von euch angesteckt, Schätzeleins. Ich kriege jeden Tag irgendwelche Screenshots zugeschickt, ja, oder Bestellungen und es freut mich, dass ich euch anfixen konnte, auch mit dem See the Lasso von Douglas, ja, das Parfum. Und deswegen guckt euch auch mal diese Creme an. Es ist wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung von mir. Ich liebe den Duft. Hat mit dem normalen Nivea-Duft nichts zu tun. Oder wenn, nur ganz, ganz dezent, weil die Vanille da wirklich rauskommt. Es ist keine künstliche, super süße Vanille. Es ist ein ganz, ganz eigener Duft. Die Pflegewirkung ist toll. Ja, man hat so einen leichten Glow auf der Haut. Sie zieht aber schnell ein. Spitze. Dann habe ich, oh, ich habe noch ein Parfum aufgebraucht. Genau, mein Mann war nämlich in der PX und hat da irgendwas gekauft. Und dann hat es da einen Aufsteller gegeben mit so kleinen Parfum-Samples. Und da hat er mir 4 Stück mitgebracht. Und zwar ist es von Dolce & Gabbana. Ich denke mal, dass es Dolce heißt. Ja, wenn ich das richtig lesen kann. Und das war zum Beispiel ein Duft, den habe ich grandios schön gefunden und mit dem konnte ich mich auch, Mensch, wie heißt denn das Wort? Nicht verifizieren. Also das könnte ein Duft von mir werden, ja, weil es ein wirklich schöner, blumiger, frischer, sportlicher Duft ist. Also ich bin ja nicht, wie, ich
bin ja nicht der typisch elegante Typ. Ich bin aber auch nicht der typisch sportliche Typ. Bei mir ist es immer so eine Mischung. Und das war ein Duft, mit dem ich mich identifizieren kann. So, nicht verifizieren. Identifizieren kann. Aber ich habe so viele Düfte zu Hause. Ich brauche nichts. Ja? Jetzelight. Wisst ihr Bescheid. Aber es ist ein schöner Duft. Ja, definitiv. Und wie gesagt, ich habe 4 Pröbchen gehabt und ich habe alle 4 Proben aufgebraucht. So, dann habe ich, was haben wir hier? Oh ja, also ich zeige ja seltenst irgendwelche Pröbchen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass man aus einer Probe jetzt nie so wirklich viel sagen kann. Außer die Probe ist super gut oder super kacke. Ich habe hier ein Pröbchen und zwar von Chanel. Es handelt sich um einen Complete Anti-Aging Skincare. Ja? Das war hier so ein kleines Tübchen. Das Ganze kam mit 5 Milliliter. Ja, ich habe es aufgeschnitten, weil ich es so toll fand. Und durch das, dass ich es aufgeschnitten habe, konnte ich es nochmal 4 Tage verwenden. Ja, yeah, I shit you not. 4 Tage waren hier unten in diesem kleinen Pinöppelchen drin gehangen. Ja, das habe ich mir dann schön mit dem Q-Tip jeden Morgen raus auf die Hand und dann ins Gesicht gebullert. Ich traue mich nicht zu schauen, was dieses Produkt kostet, weil es ist von Chanel. Aber dieses Zeug, ich habe eine Haut gehabt, ja, so geschmeidig, so schön, glowy, rosy. Ich traue mich nicht zu schauen, was es kostet. Aber wisst ihr was, das machen wir jetzt mal. Kleinen Moment. Chanel. Sagt mein Handy bestimmt gleich. Nee, gibt's nicht. Ist nicht in deiner Preisklasse. Sublimage-Lacreme. Genau. Nicht erlaubt. Ui, ui, ui. Damn, girl. Okay. $685, $400, $330. Scheiß die Wand an. Was ist hier denn drin? Ich scheiß euch nicht an, Leute. Guckt euch das mal an. Wartet. Oh, oh. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Jetzt kaputt. Komm, mach hin hier. Ja, Internet ist heute wieder nicht das Schnellste. Also, Sublimage Chanel. Und dann hier unten $685. Ja, kann man sich mal leisten, so auf dem Freitag. Gut, damit ist das Thema natürlich durch. Ich dachte eigentlich, dieses Teilchen kostet so 50, 60, vielleicht $70. Da war ich mit mir am Hadern, ja. Es gibt Menschen, die fahren ein Auto, das kostet weniger. Haben sie für 500 € gekauft, dann werde ich mir mit Sicherheit keine Creme kaufen, die knapp $700 kostet. Naja. Zumindest der Versand war umsonst. Es war aber wirklich eine tolle Creme, ja, muss ich sagen. Also ich habe wirklich einen Sofort-Effekt gemerkt. Wie gesagt, Haut war glowy, rosy. Ich hatte auch das Gefühl, dass so gewisse Fältchen, ja, dass die einfach poof gone waren. Fand ich gut. Ich weiß nicht, was die da reinhauen, Jet the Lines, aber irgendwas ist da drin, das wirkt. Und das scheint teuer zu sein. $700! Bitch, what? So, dann, ja, seht ihr, also ich war doch ein bisschen duschen. Von Rituals, The Ritual of Sakura, das war das Caring Shower Oil. Und ich habe es geliebt. Ich liebe das Pflegegefühl, ich liebe den Duft natürlich weiterhin. Und ich habe es geliebt, mich damit zu rasieren. Ja, also ich muss sagen, mein Rasierer ist dadurch nicht stumpf geworden, überhaupt nicht. Und ich hatte seltenst so eine schöne, weiche Haut nach dem Rasieren, wie mit diesem Teil. Also kein Rasierschaum, Rasiergel on this planet hat jemals so eine schöne, weiche Haut gemacht. Finde ich spitzenmäßig. Ich meine auch, dass ich noch ein Öl oder 2 Öle von Rituals da habe. Die werde ich mir aber für die Herbst-Winter-Zeit aufheben, weil meine Haut da einfach trockener ist. Ja, jetzt in dieser Jahreszeit, habe ich eigentlich keine trockenen Hautstellen.
Aber das war ein ganz, ganz tolles Produkt. Ich habe es wirklich sehr, sehr gerne verwendet. Ich muss sagen, jetzt nur so zur Reinigung ist es nicht mein Favorite. Aber das liegt an der Konsistenz, weil ich generell keine öligen Sachen zur Reinigung mag. Ja, also ich habe dann immer das Gefühl, da ist dann noch so ein Film und was ja auch klar ist, ja, bei einem Ölprodukt. Aber deswegen mag ich das dann einfach zur kompletten Reinigung nicht. Deswegen, ich habe mich dann damit immer rasiert oder habe ich auch gepeelt, ja. Ich habe so einen Peeling-Handschuh und habe mir dann einfach so ein bisschen immer was drauf und bin dann da, ne, so über meinen Hagelschaden. Zellulite, Joyce Leute, oi, 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 ich kann euch sagen, wird ja von Tag zu Tag schlimmer hier. Mensch, war das schön, wie man jung war. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Da war alles besser. Gewichtsabnahme. Ja, das ist der Wahnsinn. Mit 21, man ist morgens aufgewacht, hatte 2 Kilo mehr auf der Waage. Da hatte man mal gut Stuhlgang. Ja, da hat man sich mal eine Stunde auf den Pott gesetzt. Zack, war das weg. Ist heute nicht mehr. Heute muss ich nur ein Big Mac anschauen. Und ich krieg neue Zellulite. Egal. Also das Produkt. Es war wirklich sehr toll. Ja, dann auch nochmal ein ganz, ganz tolles Produkt. Das hattet ihr in meinen Favorites? Ja, in meinen Favoriten gesehen. Und zwar von Revalde Loop waren das so kleine Konzentrate in Fläschchen. Einmal Konzentrat Refreshing Elixir und dann einmal Sleeping Elixir. Ich mag beide sehr, sehr gerne, aber mein Top-Favorite ist hier dieses Refreshing Elixir, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass man so einen Hydra-Boost, ja, im Gesicht hatte. Das Gesicht war, es hat voller ausgesehen, also jetzt nicht so hamstermäßig, ne? Von wegen, man hat 3 Kilo mehr auf den Rippen. Nein, sondern die Haut hat so genährt ausgesehen und so voll und so schön. Und also diese Teile, hätte ich nicht gedacht, dass ich davon so angetan bin, aber fand ich klasse. Fand ich wirklich klasse. Das Sleeping Elixir ist mir ein Ticken zu ölig, ja, aber auch da habe ich das Gefühl, dass es meiner Haut wirklich sehr, sehr gut tut. Und gerade jetzt in dieser Jahreszeit, ja, bei uns, es ist so extrem heiß, Leute. Wir sind fast jeden Tag am Pool. Ich brauche Feuchtigkeit, ja, da kommen wir dann auch schon zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich klatsche mir eine Maske nach dem anderen drauf. Und deswegen finde ich dann solche Boost-Sachen, ja, man sollte es richtig rumhalten, solche Boost-Sachen finde ich da einfach ganz, ganz toll. Guckt euch die auf alle Fälle mal an. So, und dann habe ich hier noch was. Nochmal eine Kerze aufgebraucht. Nochmal von Ice Flower. Das war die Geruchsrichtung Seelenschmeichler. Und das war ein Duft, der hat mir... War das der? Also der riecht sehr, sehr pudrig. Ja, ganz leicht. Ich meine, dass das der war, den ich dann oft abends angemacht habe. Einfach so ein bisschen zum Runterkommen. Es riecht jetzt gar nicht mal nach Lavendel oder so. Aber ich meine, dass das auch ein schöner Duft war. Ja, kann ich euch leider nicht mehr viel zu sagen. Ist schon eine Weile her. So, dann ist der Mülleimer leer. Dann kommen wir jetzt mal zu den Masken. Ja, also ich hatte ja geschenkt bekommen von Neutrogena diese Hydra Boost Hydrating 100% Hydrogel Maske. Und da kann ich euch sagen, diese Maske wird von mir nachgekauft. Aber sowas von. Ich habe 3.621.012 Masken zu Hause. Aber diese Maske ist the shit. The shit shit, kann ich euch sagen. Die war so dermaßen getränkt. Ja, die war ganz, ganz, ganz klebrig und wibbelig und kam auch in 2 Teilen, ja, also einmal für unten, für hier und dann einmal für oben. Man sieht dezent scheiße aus, aber das ist generell bei einer Tuchmaske der Fall. Aber Leute, die war so klippelig, dass ich echt gedacht habe, oh Gott, wie kriege ich das denn aufs Gesicht, ja? Und dann habe ich das aufgetragen oder, ne, aufs Gesicht draufgelegt und dann ist sogar ein bisschen runtergetropft. So feucht war das Ding. Ich habe sie 25, 30 Minuten draufgelassen und dann habe ich die Maske runter und das Ding war fast trocken. Ja? Meine Haut hat diese Flüssigkeit, was auch immer das ist,
aufgesogen. Da war, es war der Wahnsinn. Ich habe so eine schöne Haut gehabt. Und ja, ich bin dann hoch und habe mir die Maske, also ich habe das weggeschmissen, ja, nachdem ich mir die Maske aufs Gesicht habe, habe sie dann nochmal rausgeholt aus dem Mülleimer, einfach um zu schauen, dass wenn ich sie mir nachkaufe, dass ich dann auch die richtige kaufe. Und fasse dann die Maske an und denke, hä, ist da noch was drin? Und guck so hier oben rein und dann war hier unten alles voll mit dieser Flüssigkeit und das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. Ich habe mir diese Verpackung in mein Badezimmer gelegt und jeden Morgen, ja, nachdem ich mir mein Gesicht gewaschen habe, habe ich mir ein bisschen von dieser Flüssigkeit drauf und habe mir das aufs Gesicht verteilt. Das hat sich so, so schön angefühlt, mega kühlend. Ich habe es dann wirklich in die Haut eingearbeitet, ich habe mein Puder verwendet. Ich trage ja momentan keine Flüssig-Foundation. Das hat nicht unschön ausgesehen. Im Gegenteil, ich hatte wieder so einen ganz, ganz tollen Glow durch die Mega-Sonneneinstrahlung, die wir hier haben. Ich hatte hier richtige Trockenheitsfältchen, ja. Und das habe ich damit in den Griff bekommen. Ich werde die mir nachkaufen. Und zwar einige. Einige. Also die könnt ihr euch definitiv mal anschauen. Die gibt es in Deutschland. Die ist fantastisch. So, dann eine Maske, da muss ich sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, also da bin ich Besseres gewohnt von Garnier. Und zwar diese Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske. Das ist die intensiv feuchtigkeitsspendende und ausgleichende Maske. Mattiert die Haut, verfeinert die Poren, einfach anzuwenden. Also mattiert die Haut, das weiß ich jetzt nicht, verfeinert die Poren, hell fucking no. Und einfach anzuwenden, ja, also ich denke, es ist jeder in der Lage, sich so ein Tuch ins Gesicht zu knallen. Grünteeextrakt, Hyaluronsäure und feuchtigkeitsspendendes Serum, 15 Minuten, normale und Mischhaut. Also, nein. Ich weiß nicht, was mir an dieser Maske nicht gefallen hat oder ob das jetzt hier ein Montagsprodukt war. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich hatte hinterher ein richtig spannendes Gefühl auf der Haut. So nach dem Motto, meine Haut ist screaming, ja, vor Moisturizer und nee. Ich hatte die blaue, ich hatte die rosane, die fand ich auch alle gut. Und ich meine auch, dass ich schon mal die grüne hatte und von der war ich auch angetan. Aber die war jetzt einfach mal nix. Oder vielleicht hat sich auch meine Haut verändert, ich weiß es nicht. Aber dieses Mal fand ich die nicht gut. Ja, dann eine Maske für sehr, sehr viele. Ich habe, glaube ich, insgesamt 8 Stück aufgebraucht. Und zwar von Balea Aqua Tuchmaske. Das ist ja noch die alte Verpackung. Mit Algenextrakt, genau, spendet belebende Feuchtigkeit. Habe ich mir abends immer, wenn ich kleinen Mäuschen ins Bett gebracht habe und habe mich auf die Couch gelegt oder war am Arbeiten, ja, saß vorm Computer, habe ich mir einfach diese Maske draufgeknallt. 20, 30, einmal sogar, glaube ich, 45 Minuten, weil ich so ein bisschen weggenickt bin und ich liebe die. Ich finde die weiterhin ganz, ganz toll. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie Feuchtigkeit spendet. Ich mag einfach dieses Kühlende, ja, gerade nach dem Schwimmen und ich bin dann auch jemand, ich wasche mir dieses Übrige nicht ab, sondern ich massiere das dann wirklich in die Haut ein. Und hier hatte ich jetzt zum Beispiel nicht dieses spannende Gefühl auf der Haut. Also die finde ich weiterhin super. Budni Care Aquatuchmaske mit Mangoextrakt. Bei der war es, glaube ich, allerhöchste Eisenbahn, dass ich die aufbrauche, weil die hat leicht gemüffelt. Ja, also nach Mango riecht das nicht mehr. Nö. War aber okay. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass meine Haut drauf reagiert hat, dass ich irgendwelche Unreinheiten oder Rötungen bekommen habe. Ich hatte wirklich das Gefühl, wie ich die Maske abgenommen habe, das war also auch so eine Tuchmaske, dass meine Haut gut genährt ist, ja, und wieder mit so einem Feuchtigkeitsboost zugeschossen wurde, ist okay. Ich werde von Budni Care, ja, die werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen vermehrt aufbrauchen, weil die sind, glaube ich, durch. Ne? Und solange wie mir da jetzt nichts Außergewöhnliches aus den Poren oder aus der Nase wächst, ist das auch in Ordnung oder ich irgendwie ein spannendes Gefühl auf der Haut habe, ist es okay. So, steht da vielleicht zufällig, wann das abgelaufen ist? Nö. So, meine Lieben, also der Mülleimer ist leer. Auf dem Tisch habe ich jetzt, glaube ich, auch nichts mehr stehen. Ich gucke nochmal.
Nö. Kommt mir heute so kurz vor. Oh Gott, 50 Minuten. Da kriege ich jetzt von euch einen Anschiss, das weiß ich. Weil meine Aufgebrauch-Videos sind ja dafür bekannt, dass sie Minimum eine Stunde gehen. Könnte ich euch denn noch erzählen? Ja, also bei uns ist momentan einiges los. So Informationstechnik, informationstechnisch. Ich denke, dass ich da aber separat ein Video machen werde, weil wir da momentan auch auf neue Informationen warten, was jetzt meinen Mann angeht. Also gerade was jetzt halt unseren Umzug angeht. Ja? Ich kann euch sagen, dass wir erst nächstes Jahr im Sommer umziehen werden. Das Ganze hatte sich ja geändert. Ja? Wir hätten ja eigentlich Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres umziehen sollen. Wir haben jetzt auch Optionen bekommen, die jetzt aber schon wieder down the drain sind. Also die sind für uns nicht mehr gültig, weil sich bei uns momentan einfach zwei, drei Dinge tun oder karrieremäßig für meinen Mann. Da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wird er genommen oder nicht. Und wenn ja, dann es ist alles ein bisschen kompliziert, das kann ich euch sagen. Und sobald ich da mehr weiß, sobald ich drüber sprechen darf, dann werde ich euch das natürlich mitteilen. Ansonsten muss ich sagen, ich freue mich sehr, dass mein Mann am Freitag wiederkommt. Heute haben wir übrigens Mittwoch. Und ja, mehr gibt's von mir gar nicht. Also scheißt mich bitte nicht an, Schätzeleins. Ich kann mich ja jetzt hier nicht 8 Minuten vor die Kamera setzen und ich könnte euch ein Liedchen singen. Das könnte ich noch machen. Dann platzen hier aber alle Laptops und Fernseher und je nachdem, wo ihr mich schaut. Ja, dann würde ich sagen, bearbeite ich das Video gleich für euch oder ziehe es zumindest schon mal rüber. Und dann werde ich das Abendessen vorbereiten und dann ist es für mich auch schon wieder Zeit, die kleine Maus von der Kita abzuholen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wünsche euch somit einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Mua! Ciao!